Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute dreht sich bei mir alles um die Exchequer Leghorns. Die Exchequer sind eine wirklich tolle Rasse, die vor allem auf den ersten Blick auch sehr plakativ wirkt mit dieser tollen schwarz-weiß-schwarz-Gefiederfärbung. Sieht einfach hammermäßig aus. Für mich haben die Exchequer aber auch einen großen sentimentalen Wert. Ich habe ja schon vor Happy Huhn YouTube-Videos gemacht, vor allem über gefährdete Nutztierrassen. Und da war damals auch eine Folge über Exchequer dabei, die ist mittlerweile 8 Jahre alt. Und ja, anhand solcher ersten Hühnervideos, die ich seinerzeit gemacht habe, habe ich eigentlich erst so gemerkt, dass ein unglaubliches Interesse an der Hühnerhaltung da ist und bin dann vor 6 Jahren eben auf die Idee gekommen, den Hühnern eine eigene Serie auf YouTube zu widmen. Die Exchequer waren bei mir tatsächlich schon von Anfang an eben mit dabei. Ich blende euch jetzt auch ein paar Aufnahmen aus dem Jahr 2014 ein. Es war damals, wo ich selber so den ersten Kontakt zu den Exchequern hatte und heute möchte ich euch einfach diese Hühnerrasse auch mal ein bisschen näher vorstellen. Wir haben ja auf dem Bauernhof meiner Eltern mittlerweile die Exchequer Leghorn auch als fixen Bestandteil bei der Legetruppe dabei, denn es ist eine wirklich tolle Legerasse. Generell gibt es von den Leghorns ja auch diverse Hybridlinien, die weltweit zum Einsatz kommen in der Eierproduktion. Und die Exchequer Leghorn, die verkörpern aber noch ein Leghornhuhn alter Zucht Richtung alter Tage. Das heißt, sie sind sehr legestark. Gleichzeitig aber auch noch was fürs Auge und trotzdem eben auch eine alte Rasse mit einer mehr als 100 Jahre andauernden Zuchtgeschichte. Historisch betrachtet blicken die Exchequer auf fast 120 Jahre Zuchtgeschichte zurück. Und sie sind ursprünglich in Schottland entstanden, also streng genommen sogar eine britische Hühnerrasse. Bei einem gewissen Robert Miller traten um 1904 herum erstmals schwarz-weiß gescheckte Leghorns als Zufallsmutation in einer Wirtschaftstruppe der weißen Leghorns auf, die zu der Zeit sehr beliebt waren. Er züchtete die Tiere als eigenständige Rasse weiter und gab ihnen den Namen Exchequer, abgeleitet vom englischen Wort Checkered für kariert bzw. kontrastreich gemustert. Und das passt ja auch zu dieser tollen, plakativen, schwarz-weißen Gefiederfärbung. Und so sahen die weißen Leghorns der damaligen Zeit aus. Das waren Leghorns des amerikanischen Typus. Und die unterscheiden sich aber auch vom Körperbau her von den Exchequern. In 120 Jahren hat sich da sehr viel getan. Zum Beispiel, wenn man den Kamm ansieht, der weiße amerikanische Leghornhahn hat einen deutlich kleineren Kamm, wie ihn zum Beispiel heutige Exchequer-Hähne haben. Leghorn heißt übrigens Livorno auf Englisch, also ist der Name der italienischen Hafenstadt Livorno und hat nichts mit dem Legen zu tun. Auch die Italienerhühner werden international als Leghorns bezeichnet und somit sind die weißen amerikanischen Leghorns, die englischen Leghorns, die Exchequer, aber auch die Italiener quasi ein Verwandtschaftskreis. Aus heutiger Sicht sind die Exchequer-Leghorn jedenfalls eine eigenständige Rasse und kein Farbschlag mehr der amerikanischen Leghorns oder englischen Leghorns, das muss man wissen. Ja, ich glaube, warum man die Exchequer auch scherzhaft als gefiederte Schachbretter bezeichnet, das wird klar, wenn man mal eine Zuchtgruppe betrachtet, in der nur Exchequer rumlaufen. Bei uns sind die Exchequer an und für sich ja Teil unseres Projektes Eierproduktion mit alten Hühnerrassen und laufen an und für sich mit der Legehennentruppe mit, wo eben auch Amrocks, Marans, Altsteirer und Silverrutz dabei sind und ein paar Sandschakträher. Aber die Exchequer gehören auf jeden Fall für uns auch zu den Rassen, die wir wirklich gezielt züchten möchten, darum auch 2 Hähne. Wir haben hier auch 2 verschiedene Zuchtlinien von den Exchequern und wenn es dann eben darum geht, Bruteier zum Sammeln, dann kann man entweder die Exchequer separieren oder man lässt halt in der Legehennengruppe einfach nur Exchequer-Henne mitlaufen, denn dann legen die Exchequer-Hennen ja, wenn sie befruchtet Eier legen, automatisch reinrassige Eier. Ja, und wenn wir schon beim Thema Eier sind und Küken und Aufzucht und Brüten, dann gehe ich doch darauf jetzt mal näher ein. Ich zeige euch jetzt mal als allererstes, wie diese Exchequer ausgesehen haben, als sie noch Küken waren. Und das ist wirklich spannend, denn die Exchequer verändern ihr Farbbild. Sie sind zwar schon nach dem Stupf schwarz-weiß,
Aber anfangs haben sie eben noch eine ganz grobe Plattencheckung, die dann erst später in dieses reine Muster übergeht. Hier könnt ihr die Küken im Alter von 2 und 4 Tagen sehen. Man sieht bei den 4-tägigen rechts auch, dass die sehr schnell Federn an den Flügeln bekommen haben. Aber was eben sehr auffällig ist, diese Plattencheckung mit einem dunklen Bereich über den Rücken und einem dunklen Fleck am Hinterkopf, die sich dann eben erst später vermischt. Wir haben unsere Exchequer gemeinsam mit anderen Rassen wie Marans, Amrocks und bayerischen Landzwergen aufgezogen. Und da sieht man jetzt rechts sehr gut, die Exchequer waren gemeinsam mit den bayerischen Landzwergen immer vorne mit dabei und zählten zu den vorwitzigsten und frechsten Küken. Diese quadratischen Videos, die ich euch hier zeige, stammen von meinem Instagram-Account happy.huhn. Da habe ich euch an der Aufzucht der Exchequer ja monatelang beteiligt. Jetzt links auch sehr gut zu sehen, da waren die Küken dann schon 6 Wochen alt oder teilweise fast 2 Monate, denn es waren ja 2 Bruten. Der Exchequer-Hahn sitzt da ganz entspannt auf meiner Hand, während es hier Futterrationen aus dem Garten gibt, auch wenn es mal Löwenzahn oder was anderes Gesundes von der Wiese gab. Jetzt rechts zu sehen, die Exchequer sind immer mit dabei. Und ja, wir hatten generell bei den Exchequern keinerlei Verluste während der Aufzucht, sie waren sehr frohwüchsig. Es ist auch eine sehr frühreife Rasse, wo die Hennen relativ früh das Legen anfangen und auch die Hähne relativ früh krähen. Und schaut jetzt nochmal links, der Hahn saß die ganze Zeit bei mir auf der Futterschüssel. Ja, typisch Exchequer, also für so eine lebhafte Rasse, ich würde sie nie als Kuschelhühner empfehlen, sind sie auf jeden Fall sehr zutraulich und dem Menschen gegenüber stets neugierig und interessiert. Ja, und dann kamen die ersten Krähversuche der Junghähne. Hier jetzt mal einer der ersten Krährufe von Excalibur. Der macht's aber spannend. Aber jetzt, bitteschön, alle hören zu. Seitdem sind noch ein paar Monate vergangen und jetzt klingt das so. Excalibur und auch sein Bruder, der fast gleich schön ist, die sind beide jetzt regelrechte Blickfänge bei uns auf der Crown Hill Ranch und die Leute fragen auch oft, was das eigentlich für Hühner sind. Schauen wir uns jetzt vielleicht aber auch kurz mal die Eier an. Die Hennen legen auch sehr gut und da sie im späten Sommer bzw. frühen Herbst in die erste Legeperiode gegangen sind, legen sie auch jetzt in den Winter hinein super, machten auch jetzt im Dezember keine Pause. Die Eier sind weiß oder ganz hell elfenbeinfarbig und erreichen locker ein Gewicht von 60 bis 65 Gramm, vor allem dann in der zweiten Legeperiode. Die Tiere legen je nach Individuum 200 bis 300 Eier. Genetisch betrachtet handelt es sich bei den Exchequern um Hühner, die nicht die übliche Model-Checkung besitzen, denn schwarz-weiße Hühner gibt es ja bei vielen Rassen bzw. schwarz-weiße Farbschläge. Aber eben bei den Exchequern ist dafür der Bayet-Faktor verantwortlich. Sie haben eben eine Bayet-Checkung, während die meisten anderen schwarz-weißen Hühnerrassen eine Model-Checkung haben. Und auch bei dieser Bayer-Checkung ist es sehr interessant. Die Hühner schimmeln mit den Jahren aus, der Weißanteil nimmt zu. Und es ist ja generell so, wenn man sich jetzt die Tiere anschaut, dass der Weißanteil in der Regel bei einem Exchequer-Huhn höher ist als der Schwarzanteil. Aber zu weiß sollten die Tiere im ersten Lebensjahr nicht sein, da sie sonst eben mit den Jahren einfach zu viel Pigment verlieren. Also das wäre jetzt zum Beispiel so eine Henne, wenn ich jetzt viele Hennen habe und nicht jede einzelne für die Zucht verwenden müsste, dann würde ich Tiere, die im ersten Jahr schon extrem weiß sind, einfach nicht für die Zucht verwenden. Tiere, die viel Schwarzanteil haben, können hier aber auch für eine Gegenverpaarung genutzt werden. Aber so im Großen und Ganzen, so wie die Tiere hier jetzt aussehen, gerade als Gruppe, haben wir hier eigentlich ein sehr schönes Farbbild, das auch dieser Rasse entspricht. Für Züchter ist es bei den Exchequer-Leghorn sehr wichtig, auf die Kammform zu achten. Denn sie haben jetzt sonst keine Sondermerkmale, wie zum Beispiel gefiederte Läufe, Federhauben, Bärte oder sowas. Aber der große Kamm, der gerade beim Hahn dann auch wirklich übergroß ausfällt und sich bei den legenden Hennen umlegt, der sollte halt schon der Rasse entsprechen. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch, dass die keine M-Zacken haben oder dass eben auch, was die Kopfpunkte anbelangt, die Kehllappen schön ausgeprägt sind und gleich lang. Das ist etwas, wo man bei dieser Rasse stark drauf achtet.
Die Exchequer leben sehr gut und das ist ganz interessant, was die Lauffarbe anbelangt. An und für sich haben die Exchequer Leghorn gelbe Läufe. Ganz klar, es ist ja der Verwandtschaftskreis der Leghorns und Italiener, die immer gelbe Läufe haben. Aber bei den legenden Hennen verdünnt sich dann das Gelbpigment in den Läufen und die Läufe werden dann gegen Ende der Legeperiode hin ganz hell und sind dann fast fleischfarben. Das heißt dann aber nicht, dass man Tiere zu sehen hat, die eben nicht für die Zucht gehen oder die nicht rassetypisch sind, sondern da muss man eben wirklich, wenn man so fleischfarben beläufte Exchequer sieht, einfach darauf achten, sind das jetzt ältere Tiere oder sind das jüngere Tiere. Auch immer wieder kommen schwarze Flecken auf den Läufen vor, das haben vor allem die Hennen, kann aber auch beim Hahn vorkommen und auch das ist kein Ausschlusskriterium aus der Zucht, sondern eine Farbreserve. Natürlich sollten die Läufe nicht mehr schwarz als gelb sein und auch graue oder blaue Läufe sollten nicht vorkommen. Aber so ein paar schwarze Pigmentflecken sind jetzt bei einer Rasse wie Exchequer Leghorn eher als Farbreserve zu betrachten, als Pigmentreserve für den Schwarzanteil im Gefieder und weniger als krasses Ausschlusskriterium in der Zucht. Ja, das Ausschimmeln ist ein wirklich interessantes Phänomen und darum zeige ich euch hier jetzt 5 und 6 Jahre alte Exchequer. Die sind tatsächlich fast schneeweiß, den gleichen Hahn hatte ich schon ein paar Jahre zuvor vor der Linse. Schaut jetzt mal auf sein Schwanzgefieder, schneeweiß. Und ein paar Jahre zuvor, hier jetzt rechts zu sehen, hatte er zum Beispiel noch viel Schwarz in der Besichelung. Dass es der gleiche Hahn ist, könnt ihr zum Beispiel auch am Ring sehen, denn er trägt einen weißen Fußring. Vielleicht bewegt er sich mal kurz, ja genau. Gleich wie der fast schneeweiße Hahn kurz zuvor. Diese Tiere konnte ich über Jahre bei diesem Züchter beobachten. Das ist Marco und Marco war es, der mir damals vor 8 Jahren die Liebe zu den Exchequern beschert hat. Denn bei ihm habe ich diese Tiere nicht nur über Jahre beobachten können, sondern wurde eben auch direkt von der Begeisterung für diese Ausnahmehühnerrasse angesteckt. Marco hat im Laufe der Jahre dann auch viele Leute, die über mich wiederum auf die Exchequer aufmerksam geworden sind, ebenfalls für die Exchequer begeistern können. Ja, und auch diese Zwergexchequer habe ich tatsächlich zum ersten Mal bei Marco gesehen und auch zum letzten Mal. Er hatte eine Zeit lang ein Trio. Die Zwergexchequer sind extrem selten, auch im Vergleich zu den großen nochmal absolute Raritäten und werden heute fast ausschließlich nur noch in den Niederlanden gezüchtet. Die Zwerge wiegen zwischen 700 und 950 Gramm, sind extrem flugfähig und davon konnte ich mich auch mal überzeugen, als bei einem Fototermin dann eine Henne vor lauter Schreck aufs Dach hinaufflog. Absolut kein Problem für einen Exchequer. Zwerg, also gerade im Vergleich zu den großen Tieren, möchte ich die Zwergexchecker wirklich nur empfehlen, wenn einem das total egal ist, dass diese Tiere nicht richtig zahm werden. Ja, wieder zurück zu unseren Exchequern, die hier das tolle Dezemberwetter genießen. Es war ein paar Wochen noch schneefrei und da zeigt sich wieder, dass die Exchequer extrem gute Futtersucher sind. Ich werde ja natürlich oft gefragt, auf Instagram gerade auch, was denn so meine persönlichen Lieblingshühnerrassen sind. Und da sind natürlich immer vor allem die bunten Landrassen dabei, wie schwedische Blumenhühner, Steinbippern und bayerische Landzwerge. Aber auch die Exchequer Leghorn gehören bei mir schon immer in die Top 10. Und ja, man merkt es, glaube ich, auch, die sind mir einfach mega wichtig und auch wirklich über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Und ja, wenn ihr da einfach noch Kontakte sucht, wo man denn jetzt Exchequer Leghorn herbekommt oder wo man mal nach Bruteiern fragen könnt, dann findet ihr da im Beschreibungstext 1-2 Links, wo euch vielleicht jemand weiterhelfen kann. Und ansonsten möchte ich eben Züchtern, die sich neu mit den Exchequer Leghorn beschäftigen, eben einfach noch sagen, also es ist jetzt keine anerkannte Rasse. Ich dachte eine Zeit lang, sie wären anerkannt und zwar als englische Leghorns. Aber tatsächlich sind sie in Österreich und Deutschland momentan nicht ausstellfähig. Das heißt, wenn ihr euch Exchequer anschafft, dann muss euch halt bewusst sein, dass sich da die Züchter wirklich so unabhängig jetzt vom eigentlichen Vereinsleben, vor allem übers Internet organisieren. Und man sollte dann halt auch ohne Ausstellungen trotzdem ein bisschen drauf achten. Und das ist halt ganz wichtig, das Farbbild, also schwarz-weiß mit überwiegendem Weißanteil. Die gelben Läufe, die natürlich gegen Ende der Legeperiode hin heller werden dürfen und manchmal ein paar schwarze Sprenkel aufweisen. Und ganz, ganz wichtig, der schöne Leghornkamm, der eben auch perfekte Zacken haben sollte und wo auch die Kehllappen passend dazu schön entwickelt sein sollen.
Daneben finde ich es bei den Exchequern aber sehr, sehr wichtig, dass man auch auf die gute Legeleistung achtet und dass die Tiere weiterhin eine gute Eigröße von etwa 60 Gramm haben, dass die Eierschalenfarbe passt und dass sie eben einfach auch über Jahre hinweg leistungsstark bleiben. Denn das konnte ich in meiner Familie schon super beobachten. Meine Tante hatte 6 Jahre lang Exchequer Leghorns und die 5 und 6 Jahre alten Hennen haben dann immer noch gelegt. Natürlich keine 200 bis 300 Eier mehr, so wie in den ersten 2 Jahren. Aber es waren halt wirklich Hühner, die auch über die Jahre hinweg fit und legestark blieben. Und das sind einfach tolle Eigenschaften auch für die Zukunft. Wir können ja für die Zukunft nicht nur Hühnerrassen züchten, die schön ausschauen, sondern wir müssen ja auch solche alten Rassen für die Zukunft bewahren, die auch noch eine gute Leistung haben und die auch wirtschaftlich interessant werden. Denn ich denke mir halt immer wieder, ja, das mit den Hybridhühnern, das geht auch nicht immer noch höher, schneller, weiter. Irgendwann brauchen wir auch wieder alte Rassen mit guten Eigenschaften, die aber zugleich eben auch noch gesund und fit genug sind, um etwas langlebiger zu sein. Das Video neigt sich dem Ende zu, aber da ich die Exchequer ja hauptsächlich als wirtschaftliche Rasse betrachte, möchte ich hier auch noch ein paar Infos weitergeben, wie sie sich bei uns so in der bunten Truppe gemischt mit den anderen Rassen machen. Also bei den Exchequern haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Futterverwertung. Sie sind sehr viel draußen, suchen sich selbstständig einen Teil ihres Futters und das ist schon mal ein großer Unterschied jetzt hier in der Legetruppe zu den Marans und zu den Amrocks. Die Marans werden jetzt nicht ganz so schwer, aber gerade die Amrocks sind schon eher Zweinutzungshühner, die auch sehr viel fressen, bis sie dann mal legereif sind. Da haben die Exchequer teilweise im 5. Monat das Legen angefangen und die Amrocks halt erst zum Beispiel im 8. Monat. Also Hühnerrassen sind schon sehr unterschiedlich von der Reife her, aber auch von der Futterverwertung her. Und da möchte ich wirklich sagen, dass generell so diese ganzen Hühner aus dem Leghorn-Verwandtschaftskreis, Italiener-Verwandtschaftskreis, die sind alle regelrechte Umsatztypen, die im Freilauf auf alles gut nutzen und wo man einfach merkt, da kriegt man wirklich für relativ wenig Futter relativ viele Eier. Zum Thema Eierproduktion mit alten Hühnerrassen fehlt aber ohnehin noch der finale abschließende Teil und der kommt natürlich dann, wenn wir mit allen Rassen schon eine Zeit lang Erfahrung haben. Ja, wenn ihr jetzt noch mehr über die Exchequer erfahren möchtet oder euch generell über Hühnerrassen informieren möchtet, dann möchte ich euch mein Buch Happy Huhn Hühnerrassen Band 1 empfehlen. Da sind auch die Exchequer mit dabei. Die sind da gemeinsam mit ihren Verwandten, den Italienern und Leghorns vorgestellt. Und hinter den Kulissen entsteht gerade ein Band 2 mit weiteren tollen Rassen wie Jersey Giants, Appenzeller Spitzhauben und New Hampshire. Ich wünsche euch jetzt frohe Feiertage und sage danke fürs Zuschauen.